Ich denke, mit unserer Super-Mörder-Magnum-Waffe dürfte das nicht allzu schwer werden. Trotzdem schaue ich mal in unseren Koffer, damit wir auch gut ausgerüstet sind. Ja, genau, zum Beispiel. Munition sollten wir schon genug dabei haben. Und so viel Kaffee brauchen wir auf keinen Fall. Ein Kaffee ist schön und gut, aber man kann auch zu viel Kaffee haben. Und Zigaretten brauchen wir jetzt, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr. Schlafsack auch nicht. Okay. Aber unsere Armwaffe haben wir immer noch. Cool. Na dann los. Auf ins Finale. Ich bin bereit. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wo das noch hinführt und was noch alles aufgeklärt wird. Wird die echte Bedeutung der Bäume eigentlich aufgeklärt? Weil das, was wir hier machen, hat doch nicht wirklich mit seinem Fall der Bäume was zu tun, oder? Ich meine, Avery kann auch diese Anderswelt sehen, okay. Und jetzt hat er die entführt. Dann. Wenn wir Patricia gerettet haben, ich weiß nicht, wie wir noch Antworten auf das alles kriegen sollen, aber ich bin gespannt. Warten wir mal ab. Wenn man alle One-Hit killen kann, dann ist es halt gar nicht so tragisch alles. Aber jetzt will ich echt mal in die anderen Räume schauen, wenn der jetzt hier... Okay, so viele Räume, in die man gehen könnte. Oh. Da steht er direkt hinter uns plötzlich. Nix da. So, ihr könnt jetzt bitte explodieren. Tun die mir gar nichts mehr jetzt? Nö, die versuchen es gar nicht mehr. Okay, cool. Aha. Beinahe wäre ich drauf reingefallen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich meine, der Dungeon kann durchaus noch länger sein, aber diese Passagen heißen immer, dass irgendwas kommt. Irgendein Zwischenpart zumindest. Irgendeine Cutscene. Oder ein Bosskampf. Bis jetzt war es zumindest immer so.
Oh. Oder wir sind jetzt plötzlich im Schlachthaus. Und jetzt geht's schon wieder weiter mit dem nächsten Bereich. Na gut, okay, von mir aus. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, dass wir uns eher durch das Schlachthaus kämpfen müssen und nicht, dass man wieder in diesem Wurzelhaus ist. Aber scheinbar sieht die Anderswelt hier überall aus wie das Wurzelhaus. Oh. Voll in die Falle gegangen. Na, du darfst den Wagen loslassen. Danke. Okay. Waren wohl die letzten beiden. Ich könnte wirklich mal kurz ein kleines Pflaster nehmen oder sowas, weil sonst kann ich quasi nichts mehr looten. Mark, danke fürs Subscriben. Hi. Wahrscheinlich ist der Dungeon jetzt nochmal richtig, richtig lang, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, es gab schon lange keinen mehr. Es gibt ja nur 3 anscheinend dann im Spiel, wenn das wirklich der letzte ist. Wovon ich stark ausgehe. Die treffen wir. Ja, tatsächlich. Cool. Mit der Waffe ist das zum Glück so leicht. Wie gesagt, das Spiel ist sowieso wirklich nicht schwer. Aber mit der super gepimpten Waffenkonfiguration, die wir da haben,
hauen wir die weg. Ich bin wirklich auf den letzten Boss gespannt. Ich bin gespannt, ob wir den jetzt auch einfach mit 3 Schüssen weghauen können. Ich meine, wenn man bedenkt, dass die Waffe standardmäßig 25 Schaden macht oder so, ist 500 einfach irre. Okay. Weiter geht's. In der echten Welt. Wahrscheinlich. Liegt hier wirklich Loot rum? Könnte ich den plündern? Will ich das? Ich muss mal kurz schauen, ob da anderer Loot liegt als damals vor 10 Jahren, als wir hier waren. Oder liegt hier doch nichts? Das sind so viele Ausrufezeichen da hinten. Was ist denn das alles? Oder sind das tatsächlich nur die Wägen, die ich da schieben kann, die ganzen Ausrufezeichen? Könnte schon sein. Nee, dadurch, dass das Gameplay in dem Spiel sowieso nicht unbedingt die Stärke ist, stört mich das überhaupt nicht, wenn es dadurch leicht ist. Ganz im Gegenteil. Wenn das jetzt... Sackgasse, oder? Dann müssen wir wieder zurücklaufen. Wenn das jetzt ein Spiel wäre, das für mich... wo für mich der Fokus wirklich auf dem Gameplay liegt, dann wäre es schon so. Dann würde ich es blöd finden, wenn es zu leicht wird und man nur noch durchlatscht. Aber hier ist es wirklich so, dass die Shooter-Passagen, diese Survival-Horror-Passagen, wenn wir sie so nennen wollen, wirklich eher... Naja, ich will sie nicht als Störfaktor bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall nicht die Stärke vom Spiel. Das Spiel lebt schon eher wirklich von den, ja, quasi Adventure-Passagen und den Novel-Passagen. Es ist ja teilweise so ein bisschen Graphic-Novel sogar irgendwie. So die Adventure- und Graphic-Novel-Passagen, nenne ich mal, sind schon die Stärke. Das ist eher so ein bisschen, ist schon ganz schön, dass man ein bisschen Abwechslung hat, ein bisschen was zu tun hat. Dass auch das ganze Looten Sinn macht, weil man damit quasi seine Fetische und Weihräucherwerk und alles mögliche basteln kann. Für die Waffen und so auch. Aber im Endeffekt ist es halt eher Beiwerk. Meine Waffe macht halt mehr Schaden als die Sprengfässer. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich auf die Sprengfässer schießen sollte. Kistenraum. Warten wir erstmal, ob da nicht ein paar Gegner kommen. Ne? Na gut, ist wohl nur ein Lootraum. Ein Bonusraum, wenn man so will. Cool. Oh!
Ja, bei Resident Evil wäre es was anders. Das ist ja das ganze Kern-Gameplay besteht ja aus so aus den Shooter-Passagen. Und die sind auch gut gemacht und machen Spaß. I'll show you what... Das ist ganz, ganz was anderes, ja. Da wird... Also das würde auch das ganze Spiel kaputt machen. Ja, genau, eben. Den skurrilen Charakteren, aber auch der ganzen Stimmung und den Dialogen und so weiter, das sind schon die Stärken, finde ich. Für mich auf jeden Fall. Und auch die Handlung. Ich finde, abgesehen von dem ganzen eben skurrilen und abgedrehten und witzigen, also witzig finde ich es auch wirklich, ist es aber auch ein eigentlich ganz guter Krimi. Eigentlich eine coole Krimi-Story, so im Kern. Die eben durch so Skurrilität und Abgedrehtheit cool ausgeschmückt wird. Und Humor. Ja, aber dieses Skurrile und der Humor, das geht ja ineinander über. Nee, ich muss mich noch nicht heilen. Das geht schon noch. Okay. Jetzt sind wir wahrscheinlich unten im Keller, wo er arbeitet, der Ivory. Das weiß ich nicht. Na, mal schauen, wie weit es noch ist. Wie gesagt, dadurch, dass der zweite Dungeon schon recht groß ist, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt der dritte auch noch mal ordentlich Gas gibt. Mal schauen. Warum sie überhaupt den Shooter-Teil drin haben, frage ich mich. Ach, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Im Endeffekt, was ich so mitbekommen habe, war es beim ersten Teil nicht ganz freiwillig, dass Wary da so viel Survival-Horror-Elemente drin gehabt hat. Und vielleicht wollte er das aber dann doch aufrechterhalten, so ein bisschen. Und jetzt nicht aus dem zweiten Teil, nachdem der erste so stark Survival Horror war, wollte er den zweiten Teil vielleicht nicht direkt in reines Adventure im Grunde einfach umgestalten. Und deswegen hat er wahrscheinlich so als Kompromiss so ein bisschen hiervon und ein bisschen davon gemacht. Und eben noch so eine Prise Survival-Horror reingestreut, aber eigentlich nur noch so als im Grunde wie so kleine Minispielpassagen. Ich meine, das ist ja schon irgendwie ein wichtiger Plotpunkt anscheinend. Ich kann es, York. There's something in this room. Dass Zack eben die Other World sehen kann und betreten kann. Insofern macht's ja auch Sinn, dass das drin ist. Und dadurch, dass nur so wenig drin ist, stört's, finde ich auch überhaupt nicht. Und das ist ganz okay, ganz cool sogar. Wie gesagt, ist ein bisschen Abwechslung. Finde ich eigentlich sogar ganz nett. What do you say we gather up some puzzle pieces for old time's sake? Okay, der Ivory, den wir da sehen, ist aber schon... Profiling beginnt. Ist aber schon ziemlich deformiert hier irgendwie. Er sieht nicht so aus wie der, den wir kennen. Naja. An artificial heart-lung machine. And this tank's filled with some sort of liquid. If it isn't frozen at this temperature, it must be a non-freezing liquid. What was he using this for? It couldn't be cryonics. Did he replace Lisa's bodily fluids with this stuff? It's absolutely insane.
So it really was you, Avery. I finally found the 10-foot-tall giant. Lena once said that the red soul could enhance people's unique characteristics. Genau, und als sie das gesagt hat, habe ich gleich an Ivory gedacht. Weil wenn das die Eigenschaften von jemandem verstärkt, könnte doch ein 2-Meter-Kerl ein 3-Meter-Kerl werden. Aber ich habe mir dann wieder gedacht, nee, das ist zu offensichtlich. Aber ist es nicht. Damn it. In your case, it must have enhanced your physical characteristics. Personally, though, I don't think enhance is the right word here. This is simply a physical mutation caused by a drug overdose. Die aber scheinbar auch wieder zurückgeht. Listen, this juice. Lise Clarkson, the first victim of the Lucari case. I never thought she'd remain trapped in ice for 14 whole years. Hey, York. Why didn't we work harder to find her? I regret it from the bottom of my heart now. Lise, so pretty. I'll protect you forever. Yep. She's smiling at me. Yup. Lisa's smiling. She's smiling. No one ever comes here. Yup. I can hide Lise here. This is for your sake, Lise, so I can protect you. Yep. Pro verlängt, $20. Wer bezahlt uns jetzt Avery gleich nochmal aktuell Lise das? Here in that massive block of ice. Woher kriegen wir das Geld? He made his own personal altar that no one would ever find. And that liquid must be the solution that Saint Rouge is made from. He used that to keep her body from decomposing. Oh, red seeds. I knew it, York. Wahrscheinlich sind das einfach nur... Wie heißen die? Ah, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt nämlich so rote Beeren, die getrocknet genauso aussehen wie die roten Samen. An die muss ich immer... Gochi oder so ähnlich? Warte mal, ganz kurz. Ich glaube schon, ich glaube die getrocknete Gochi-Beere sieht aus wie die roten Samen. Ja, ja, manchmal, manche, nicht alle. Genau. Vielleicht sind es einfach nur Gochi-Beeren. Naja. Our battle began the moment we first visited this town. Trail of seeds. Wird wohl wieder in die Anderswelt. What are these huge crab legs doing here? Or are they shrimp legs? Not that it matters.
We need to find Patricia. Okay, ich frage mich, ob das noch wichtig wird mit den riesigen Krabbenbeinen oder ob das nur so eine... Warum ist hier ein Alligator in der Mitte auseinandergerissen? This is beyond freezer burn. The meat's all shriveled up. Forgotten gator bones? All the way down here, Katrina still found a way to make her mark. A giant bathtub? No. This is a container for unloading crawfish. Ah, Flusskrebs. He must have used this to freeze Lisa's body in ice. Ach so. Why didn't I figure this out sooner? One of the key ingredients to Cajun cuisine. Utterly wasted. I should have taken a couple of boxes home with me when I first came here. Was ist denn das? Thymian? Nö. Weiß ich nicht. Wurscht. Were these frozen oysters? Hard to tell now. After the hurricane, no one entered this warehouse for a long time. The Holy Trinity paste. Somehow this lone box is completely undamaged. Is there divine power at play here? I've had enough of those fairy tales. The seeds lead this way. This is where the final secret is hidden. It's the final secret. Yeah, I know, York. Aaliyah and Simon would never be able to reach the other world through their mundane investigation. That's why we need to close this case. Warum redet ihr da mit York? York ist tot. He's got a strong grip. Strong enough to crush a steel door. This must be the entrance to the Smarty Pants scientist's lab. York ist mit den anderen Göttinnen im Wald geblieben, in Greenvale.